Es ist Halbzeit im Kampf um den SPD-Vorsitz. Derzeit läuft die 13. von 23 Regionalkonferenzen. Die Castingshow Deutschland sucht die Supersozis. Sie biegt also so langsam aber sicher auf die Zielgerade ein. Das Teilnehmerfeld, das hat sich inzwischen schon ein bisschen gelichtet. Wer aktuell die Nase vorn hat, das lässt sich allerdings nur sehr schwer vorhersagen. Hans Hinterberger und Luise Stark haben auf der Regionalkonferenz in Nürnberg ein Stimmungsbild eingefangen. Ein bisschen wie Castingshow. Vergangenen Donnerstag in Nürnberg. Ganz einfach ist das Prozedere nicht. Um den SPD-Vorsitz bewerben sich sage und schreibe 15 Kandidaten und Kandidatinnen. Ist unübersichtlich, oder? Momentan noch, aber am Ende des Abends hoffentlich nicht mehr. Also ich bin auch total unentschlossen. Ich will die Leute einfach mal anfassen können, mal einfach mal sehen können. Bekannte Genossen treten an, wie Vizekanzler Scholz, im Duo. Meist mit weniger bekannten Genossinnen an der Seite. Ganze 23 Stationen hat die Tour quer durch Deutschland. Ich gebe zu, man braucht dazu physische und psychische Kondition. Die haben wir beide aber auch. Und es ist doch aufregend, wie zu allen Treffen bisher die Menschen strömen. Wer an diesem Abend überzeugt, wollen wir nach den Auftritten mit einer Probeabstimmung herausfinden. Einen Punkt darf man vergeben. Wer punktet bei der Basis in Nürnberg am meisten? Die erste Erkenntnis, der einzige Bayer wird in Nürnberg 0 Punkte bekommen. Karl-Heinz Brunner als Einzelkämpfer angetreten, weil ihm zu viele GroKo-Kritiker unter den Kandidaten waren. Doch kurz nach dem Abend in Nürnberg wirft er hin. Um dieser Partei in der Zuspitzung eine klare und deutliche Entscheidung in der Spitze zu ermöglichen. Es kommt weniger darauf an, wie viele Kandidaten in eine Auswahl kommen, sondern wie klar die Entscheidung ist. Aber noch gibt es Kandidaten genug. Die Redezeit streng getaktet. Knackige Botschaften sind gefragt. Und doch klingt es manchmal recht ähnlich. Wir wissen, dass das Vermögen ungleich verteilt ist. Und wir brauchen eine Vermögenssteuer. Die mit den größten Einkommen, Vermögen mehr Einkommenssteuer bezahlen müssen. Klare Kante bei einer Finanztransaktionssteuer. Manche setzen auf ihn. Norbert Walter Borjans. Früher Finanzminister in NRW. Als solcher sehr hartnäckig gegen Steuerflüchtlinge. Er wird von der Juso-Spitze unterstützt. Auf der anderen Seite aber auch etwa vom Managerkreis der Friedrich-Ebert-Stiftung. Das heißt also genau das, was mir so wichtig ist, Jung und Alt, Wirtschaft und Arbeitnehmerschaft ins Gespräch zu bringen. Seine Partnerin, die Bundestagsabgeordnete Saskia Esken, die sieht nicht als einzige die GroKo als das Problem der SPD. Die GroKo baut keine Zukunft, die GroKo hat keine Zukunft. Wir empfehlen den Ausstieg aus der Großen Koalition. Klare Bekenntnisse zur Großen Koalition sind von keinem der künftigen SPD-Chefs zu hören. Selbst der Vizekanzler der GroKo sucht bei der Frage das Weite. Wir setzen uns dafür ein, dass die SPD stark wird. Dankeschön. Super. Vielen Dank. Wie kommt Scholz hier an? Wir machen den Test. Für das Scholz-Geiwitz-Duo kaum Zustimmung. Er ist momentan Vizekanzler in der Regierung drin. Ich glaube, es wäre gut, wenn man die Partei von jemandem führen lässt, der momentan nicht in der Regierung ist. Das ist jetzt nicht wirklich der Aufbruch, nicht die Erneuerung, die wir brauchen als SPD. Doch wer steht dann bei den fränkischen Genossen für einen Aufbruch? Das Ergebnis ist überraschend klar. Christina Kampmann, Landespolitikerin aus NRW und Michael Roth, Staatsminister im Auswärtigen Amt. Christina und ich stehen heute Abend hier, um diese wunderbare SPD wieder zur Heimat der Weltverbesserer und der Mutmacherinnen zu machen. Und dafür bitten wir euch um eure Unterstützung. Vielen Dank. Zukunft rausgeben, dynamisch nach außen gehen, gut verkaufen. Und ich glaube, das ist eine super Kombination. Die beiden haben am besten Falle vom Auftreten. Das ist ganz was Neues, nicht so diese alte Manngatte oder die alten Frauen. Demonstrativ locker launig. Eine Kopie des grünen Erfolgsduos Baerbock-Habeck? Wir wollen Parteivorsitzende der SPD und nicht der Grünen werden. Und da gehen wir auch ganz selbstbewusst ran und freuen uns jetzt auf die nächsten Konferenzen. Aber warum sollte nicht auch die SPD mal gute Laune verbreiten? Ob die Favoriten der Nürnberger Basis am Ende wirklich die Nase vorn haben? Oder setzen sich doch wieder die Bekannteren durch? Das Ergebnis gibt es erst Anfang Dezember. Dann wird die aufwendigste Vorsitzendensuche der SPD-Geschichte ein Ende haben.